herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Mini-Projekt. Es handelt sich hier um das Spiel Der Morsch, das Leichenschauhaus. Es ist momentan noch eine Demo. Man sieht es auch oben, eine Kickstarter-Alpha. Ich wurde vom Zoltox gebeten, ein kleines Video zu machen und habe gedacht, warum nicht, denn das Spiel ist was, das wir momentan gerade auch spielen. Also es geht in die gleiche Richtung, ein Horror-Survival, man muss Sachen erkunden. Wir befinden uns eben in dem Leichenschauhaus. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt, ich sehe das jetzt, was passiert, auch zum ersten Mal, wie ihr. Und wer die Demo auch spielen will, ich packe den Link in die Videobeschreibung. Und ja, da starten wir jetzt das Spiel. Ich hoffe, es stürzt nicht schon wieder ab, denn vorhin hatte ich das. Hey then, can you hear me? I can only hope that you can. So listen up. When you emerge, go down the flight of stairs, and straight in front of you there'll be a door that leads to the courtyard. Okay. Now inside of the bushes, I hid a radio transponder. Pick it up and talk to me, and I'll give you further instructions on how to get out of here alive. Okay, Aiden, I gotta get going. The professor's coming. Ja, dann lass mich gehen. Ich konnte mich nicht bewegen. Sieht so aus, als würden wir uns wie in einem Ofen befinden. Oder so in einem Leichenschauhaus gibt es ja immer solche Ofen, wo die Leichen verbrannt werden. Oder diese Kammern. Da werden die Leichen aufbewahrt. Aber es scheint so, als würden wir noch leben. Also kann man zoomen. Alles klar. Bis anhin scheint es noch nicht so unheimlich zu sein. Aber das könnte sich schnell ändern. Ich schaue mal, ob man hier überhaupt irgendwas nehmen kann. Sieht schon fast aus wie ein Alien, das Gemälde. Draußen hat das Gebäude. Okay, ich glaube, jetzt fängt es an. Das hörte sich schon mal nicht so gut an. Ich weiß auch gar nicht genau, was für ein großer Gruselfaktor das Spiel beinhaltet. Irgendwie sieht es schon ganz friedlich aus. Aber manchmal muss man aufpassen, dass man nicht hängen bleibt. Das Spiel befindet sich ja noch in der Alpha. Also der eine oder andere Bug kann noch stattfinden oder passiert. Was ist denn das? Found the transponder. What do you want me to do? Excellent, Aiden. Transponder. Okay, listen up. There's four floors to this building. At the very bottom, there's a sewer system. That's your escape. Now, all the power has been shut down besides the emergency generators on each level. You'll have to activate them to get the elevators to work. Okay. Once activated, take the elevator to go to the next section and repeat the process till you get to the sewer systems. I'll be waiting for you in the very bottom floor. Good luck. Oh, and one more thing, Aiden. If you hear anyone, just hide. Who knows what's going on in this facility? Alles klar. Also den Lift aktivieren. Was ich auch ganz ein schönes Detail finde, ist, dass die Ärmel so nach oben gehen, wenn ich nach in den Himmel schaue. Das sieht noch witzig aus. So könnte man fast einen Zombie nachahmen. Also hier draußen scheint wohl nichts mehr zu sein. Ich
Tür geht nicht auf. Okay. So kann man noch... Boah, ist das dunkel hier. Gehe ich mal weiter. Das ist wohl der Fahrstuhl. Alles klar. Hier ist die Sicherung. Die Tür kann man auch nicht öffnen. Vielleicht werden wir noch einen Schlüssel finden. Boah. Jetzt geht's los. Hier macht es Geräusch, aber es hat gar keine Tür. Es wäre vielleicht auch noch was, wenn es hier eine Tür hätte, wenn es Türgeräusche macht. Oder sind diese kleinen... Ich weiß nicht. Vielleicht... Muss man hier bei den Bildern irgendwas machen? Scheint wohl nicht so zu sein. Ich kann da gar nichts machen. Kein Kästchen öffnen, gar nichts. Hier eine Straßenlampe im Gebäude. Warum nicht? Hier hat es nur eine Zeichnung. Könnte ein Herz sein. Ein menschliches Herz. Jetzt gehe ich zurück und dann steht sicher was um die Ecke. Ich hoffe es nicht. Ah! Nein. Doch nicht. Geh auf. Wir können nichts machen. Ich habe auch das Gefühl, als sei ich ein Kind. Denn ich befinde mich so auf einer Höhe, wo man meinen könnte, wir seien ein Kind. Vielleicht hat er vorhin etwas gesagt, das ich jetzt übersehen habe. Denn ich war ein bisschen beschäftigt mit der Umgebung. Vielleicht ein bisschen zu viel. Also können wir auch zoomen. Vielleicht irgendein Bild. Habe ich irgendwas übersehen? Es ist so still. Kein Ton mehr. Hier kann man aus der Map schauen. Sehr lustig. Bis jetzt noch gar nichts. Ich gehe mal da weiter. Was? Ratten? Ratten, zeigt mir den Weg. Los, zeigt mir den Weg. Jetzt scheint wohl die Tür auf. Das könnte das Geräusch sein von vorhin. Oh, diese Ecken. Ich hasse die Ecken. Ich hasse sie. Ich hasse solche Ecken. Können wir noch nicht nach draußen. Okay. Ist das jetzt an? Scheint wohl so zu sein. Ja. Alles klar. Ab in den Fahrstuhl.
Nein, der ist offen. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht überrascht. Soll ich noch so zoomen, um den Spaß noch ein bisschen anzukurbeln? Ah, komm. Oh, 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 oh. Fenster hinter uns. Boah! Oh oh. Sieht man da was? Muss ich jetzt da raus? What? Das ist schon ein bisschen heimtückisch. Ah komm. Boah, die kleine Ratte. Man sieht auch gar nichts. Ich habe auch keine Taschenlampe. Jetzt eine Toilette. Okay, hier scheint wohl nichts, sich nichts zu befinden. Gehe ich mal nach unten. Schon. Wow. Oh oh, oh oh. Von wo wurde dieser Stuhl angeschoben? Boah, wie man einfach nicht sieht. Aber welcher Typ hat schon in einer Leichenkabine, sag ich mal. Das kann man nicht nehmen. Eine Taschenlampe dabei. Aber wir sind so klein, wir können nicht mal durchs Fenster schauen. Boah, ich gehe jetzt einfach da mal nach unten. Wenn so lange nichts passiert, dann bekomme ich immer wie mehr Angst. Ich gehe jetzt da einfach mal. Ich schaue mich nicht um. Ich gehe einfach. Aber das ist ja grün. Ja, warum nicht? Alles klar. War es das schon gewesen? Boah, warum kann ich jetzt nur so langsam gehen? Nein. Nein. Bin ich jetzt? Ich bin von... Steht da was? War das eine Säule? Boah, zu dunkel. Kann das nicht öffnen. Macht nicht mal Geräusche. Ja, alles klar. Was ist das? Alter Schwede. Boah, die Hände. Ich habe zuerst gedacht, er greift mit den Händen nach den Schlüssel. Aber der war nicht schlecht. Der war wirklich nicht schlecht. Aber das ist mir gerade kalt den Rücken runtergelaufen. Der war nicht schlecht. Schon gedacht, da kommt nichts mehr. Aber ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst mit der Taschenlampe. Soll ich da echt? Nee. Soll ich? Na komm. Da scheint wohl eine Wand zu sein. Ja. Hier können wir nicht öffnen. Hier.
Alles klar. Komm. Oh, dass es einfach so schwarz ist, das ist schon recht furchteinflößend. Boah. Ist das ein gutes Zeichen, dass es so viel Licht hat? Denn das kann auch wieder ausgehen. Soll ich das da? Ich gehe mal rückwärts. Das war nicht gerade der Sinn. Boah, ne. Hier scheint wohl nichts zu sein. Alles klar.